Herzlich willkommen bei der 4D-Aktienanalyse oder dem 4D-Aktiencheck. Hier informiere ich die Anleger, die in dem 4D-Asset-Oszillator investiert sind, wie ich selbst auch, und stelle die Aktien vor, die in dem Portfolio sind, nämlich von Halloween, also um den Oktober, November rum, bis in den Sommer hinein. In der restlichen Zeit, die ganz riskanten Monate werden ausgeblendet und hier sind dann Anleihen und vielleicht auch kleine Short-Positionen drin. Und wir schauen uns an, wo finden Sie das Portfolio, nämlich bei www.asset-oszillator.de/portfolio. Ich habe die Seite hier schon mal aufgestellt. Hier sehen Sie das aktuelle Portfolio, das ist immer oben. Also wenn Sie die Seite hier öffnen, dann finden Sie das Portfolio oben. Jetzt ist die Aktienphase, sehen Sie, das heißt, das Aktienportfolio ist oben. Und wenn die Anleihenphase ist, dann ist das hier unten, die Anleihen werden dann nach oben geschoben. Aber jetzt im Moment ist die Aktienphase, das heißt, diese Aktien sind im Portfolio mit Prozentsätzen, Branche und so weiter. Hier können Sie sich schon mal grob informieren. Und wenn Sie dann wissen wollen, was ist denn das für ein Unternehmen, dann klicken Sie hier auf die ISIN und landen dann hier drüben bei OnVista. Und bei dieser ISIN handelt es sich um Vulcano Energy Resources, eine australische Aktie, die aber auch hier in Deutschland ein Werk hat. Und Sie sehen gleich mal, KGV gibt es nicht, Dividende gibt es nicht und eine ganz kleine Marktkapitalisierung. Wenn wir uns den Chart schon mal angucken, hier auf 3 Jahre, dann sieht es hier ganz verrückt aus, ein Wahnsinnsaufschwung und seitdem ein Abschwung. Jetzt die Frage, warum finde ich die Aktie toll, warum ist sie im Portfolio? Dann können Sie hier nämlich draufklicken auf den Namen und dann landen Sie erstmal beim Unternehmen. Ich hole mir Anregungen, wenn Sie sich interessieren, wie ich den Prozess habe, dann schauen Sie sich das auf der Homepage an bei Prozess. Ich lass mich ja inspirieren von anderen Fondsmanagern, von Gesprächen, von eigenem Research und dann schaue ich als erstes, was macht das Unternehmen? Und was dieses Unternehmen macht, ist, was Sie hier sehen, carbonfreies Lithium. Lithium, ganz, ganz wichtiges Metall für Batterie und was wir im Moment brauchen, sind natürlich Speichermedien für Strom und da ist das Lithium im Moment zumindest das Metall schlechthin und die stellen das frei von CO2 her. Und das finde ich schon mal, das ist ein guter weiter Schritt, denn wenn wir Richtung Elektromobilität gehen, wenn wir erneuerbare Energien nutzen, Batterien nutzen, dann ist natürlich furchtbar, wenn man für die Herstellung schon wahnsinnig viel CO2 verbraucht und die Umwelt verschmutzt. Und die machen das eben ganz anders mit einem tollen Verfahren. Ich gucke mal, ob ich das so schnell auf die Schnelle finde. Auf jeden Fall brauchen die wesentlich weniger Platz, kein CO2. Ein Bruchteil von dem Wasser, was andere brauchen, um Lithium zu gewinnen. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig Energie wird verbraucht. Die nutzen Geothermie, also Energie, die schon da ist. Und das finde ich ein spannendes Thema und deswegen ist die Aktie an sich schon grün, aber das Unternehmen selber versucht auch noch, sich immer wieder zu optimieren und das Lithium noch grüner herzustellen, selber sehr nachhaltig zu sein. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist natürlich die typische Wachstumsaktie. Wir choppen mal drüber und schauen uns mal die Kennzahlen an. Dann werden Sie feststellen, oh je, da ist überhaupt kein Gewinn da, da sind Verluste da, sind sogar gestiegen, jetzt sollen sie nächstes Jahr wieder fallen. Also das ist der typische Wachstumstitel. Wenn es so weitergeht, werden die in die Gewinnzone kommt und dann wird die Aktie explodieren. Deswegen ein kleiner Anteil, denn das ist auch eine kleine Aktiengesellschaft mit 284 Millionen Marktkapitalisierung. Das ist natürlich riskant, das ist klar. Deswegen habe ich hier auch mein Monitoring recht eng gefasst. Da muss man aufpassen. Aber das ist ein Wachstumstitel. Die machen was ganz, ganz Wichtiges. Und wir sehen hier an der Eigenkapitalquote, die ist bei... Wo ist die Eigenkapitalquote? Hier bei 93%. Das heißt, die Gefahr, die halten schon einiges aus. Ja? Also die können schon noch investieren, suchen natürlich auch immer wieder Investoren. Aber die sind gesund da, die haben jetzt nicht komplett alles finanziert. Und wenn dann ein Jahr nicht funktioniert, dann müssen sie gleich Insolvenz anrufen. So ist es nicht. Die haben hier eine gesunde Eigenkapitalquote zumindest und können ein bisschen abwarten. Buchwert sowieso fantastisch. Aber da muss man sagen, das ist der typische Wachstumstitel, den man auch besonders beobachten muss. Ich finde es ganz, ganz toll.
mit 3,2% gewichtet. Ultragrün, ganz, ganz wichtiger Schritt in meinen Augen für die richtige Richtung, was Klimawandel und Umwelt angeht. Das ist der eine Titel. Weitere Folgen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können sich hier informieren und noch mehr lesen, natürlich über das Unternehmen auf der Homepage, die Kennzahlen, sich den Chart angucken. Und hier ist diese Aktie seit 10.10.23 im Portfolio. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ihr Thomas Hupp.